Heyo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Creatures of Zonaria und heute geht's alles nur um den Arise oder Arise oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Und ja, ich kenne diese Kreatur jetzt schon seit Jahren und ich kann sie immer noch nicht aussprechen. Aber hey, das ist egal, das ist jetzt nicht das Thema, sondern es geht jetzt alles rund um den Arise. Und zwar wird jetzt unsere liebe Kreatur, unsere Engelskreatur zu einem korrupten Engel. Der wird seinen Heiligschein brechen und wird zum Fleischfresser, soweit ich weiß. Aber da es so üblich ist in unserem Kanal, uns vom alten Designs verabschieden, wird es heute nicht anders sein. Während sehr, sehr viele die neuen Modelle zeigen, werde ich einfach nochmal mit euch in die Vergangenheit springen und euch den alten Design zeigen. Während der neue schon bereits draußen ist. Und ja, das weiß jetzt nicht, wann ich das hochladen werde. Aber hey, ihr werdet auf jeden Fall nochmal den alten Arise wiedersehen. Und ja, ich finde das einfach toll. Der Arise hat das besonders verdient. Der sieht auch wunderschön aus. Ich finde es nur traurig, dass der neue Design einen Mund bekommt. Weil ich mochte das, dass sein Mund so geschlossen war und dass er dann die Idee, dass er dann auch so telepathisch reden kann oder so kommunizieren kann. Das passt auch zum Engel, finde ich. Aber dafür, dass er jetzt zum Corrupted Engel wird, kriegt er irgendwie jetzt einen Mund, was ich auch traurig finde, weil auch ein korrupter Engel kann doch irgendwie einen verschlossenen Mund haben. Das wäre doch trotzdem immer noch voll cool. Aber hey, Creatures of Zonaria hat sich gedacht, öffnen wir mal seinen Mund, ihr Mund etc. Von den Arise halt den Mund. Und die dachten sich, ja, das sieht halt viel cooler aus, was ich persönlich nicht finde, aber das ist nur Geschmackssache. Ich meine Geschmackssache, ups, da habe ich mich kurz versprochen. Und ja, vielleicht sehen das auch andere anders, aber ja, zu großen Flügeln sage ich zumindest nicht nein. Ich mag es lieber, wenn der Arise halt große Flügel kriegt, dann ist es mir egal, ob der Mund jetzt verschlossen oder offen ist, sondern ja, dann Hauptsache ich habe meine großen Flügel. Ich liebe einfach Kreaturen, die große Flügel haben, aber ich finde es auch voll lustig, wie der Redesign einfach auch die Gesichtsflügel irgendwie gewachsen gekriegt. Bekommen. Aber hey, mir fällt gerade auf, dass wir voll abschweifen, denn ich rede gerade voll vom neuen Design, obwohl wir hier im Video das alte Design euch zeigen wollte. Aber hey, irgendwie klappt das auch nicht, da ich nur noch kleine Clips habe. Das sind einfach Clips vom vorletzten Tag, wo ich einfach nur mit meiner Arise-Herde am Chillen war, denn ich habe so viele Arise gefunden und so viele neue Leute, die die Spezies entweder auch hatten oder halt ein Storage hatten. Und ja, es gab so viele Skins zu sehen und auch wunderschöne Skins. Apropos Skins, wir werden jetzt unsere Skins irgendwie geglitscht wiederbekommen, denn beim Redesign kennt ihr das schon, vielleicht bei den anderen Redesign, dass der Skin dann kaputt oder geglitscht ist. Und ja, das finde ich auch eigentlich voll traurig. Ich habe mir voll Mühe für meinen Skin gegeben, auch wenn man das nicht so sehr sieht, weil es ja nur lila-schwarz ist. Aber da sind auch so kleine Farbverläufe drinne, kleine Mini-Details. Das ist einfach grau, schwarz und lila und auch helllila irgendwie alles gemischt. Und ja, könnt mir auch gerne unter die Kommentare schreiben, welcher eurer Skins eure Lieblingsskins waren. Zum Beispiel gab es ja auch so Themen wie Pero Arise und ich glaube, da gab es dann auch noch so ein Aloppy-farbener Arise, aber der war sehr selten zu sehen. Oder auch ein Arise mit einem Schädelkopf. Und ich fand die ganzen Skins auch so schön. Zum Beispiel auch so ein Schokoladenskin. Ich habe alles Mögliche gesehen beim Arise und das sah auch richtig niedlich aus. Aber wir werden das, ab dem Redesign werden wir solche Skins, glaube ich, nie wieder zu Gesicht zu bekommen, ohne dass sie halt voll süß aussehen. Jetzt sehen die ja gefährlich aus. Sie sehen ja nicht mehr so niedlich aus. Meiner Meinung nach. Andere haben vielleicht andere Meinungen. Das respektiere ich auch. Ich kann euch ja mal erzählen, wie ich mein Arise bekommen habe. Ich habe mein Arise von YouTuber namens Chip 4 bekommen und da gab es das Problem, dass wir verschiedene Zeitzonen hatten, deswegen hat es einige Tage dann gedauert, da wo ich dann an seinen Server sein Giveaway gewonnen habe, da musste ich halt ein bisschen warten und dann bin ich auch einmal länger wach geblieben, so bis 2 oder 3, damit ich mir das abholen kann. Und das Lustige dabei war, dass ich auch noch bei einem anderen YouTuber ein Giveaway mitgemacht habe und da habe ich dann auch gewonnen. Der hieß mal früher Alpha Karuku, jetzt heißt er Polaris. Ihr könnt gerne bei denen vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und ja, ich weiß ja nicht, ob die noch YouTube machen, die zwei.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, Polaris schon. Ich weiß es aber nicht. Aber ihr könnt ja selber nachgucken, wenn ihr mal Interesse habt. Das sind so englische, die machen so englische YouTube-Videos und... Ja, noch eine Sache, die ich euch klarstellen möchte, denn es gibt immer noch Leute, die fragen, ob ich so A-Race-Spezies-Ding geben kann und nein, das kann ich nicht. Ich kann erst ab 1000 Abonnenten kann ich mich da bewerben, damit ich offiziell Content Creator bei denen werde. Und ja, die Voraussetzung ist auch, dass ich halt aktiv in deren Discord-Server bin, aber das ist ja kein Problem. Ich bin da ja schon seit 2020, nur muss ich mich jetzt gedulden und einfach gucken. Mir ist es persönlich nicht so wichtig, hier Abonnenten zu bekommen oder mir hier Stress zu machen oder sonst was für die Abos und so. Und ja, ihr könnt gerne abonnieren, wenn ihr es wollt, wenn ihr es nicht wollt. Es ist auch in Ordnung. Ich mache das hier alles nur just for fun. Und ich hoffe, ihr werdet auch ein bisschen Fun haben, während ihr meine Videos guckt. Und jo, das war's auch schon vom iRise. Ich habe euch jetzt hier nur nebenbei im Hintergrund die Clips laufen lassen. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, das Video zu gucken. Und ja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal in, was weiß ich wie lange Zeit, ein Official Content Creator, wer weiß. Aber bis dahin dauert's noch. Ich kann ja in meinen Discord-Server Giveaways machen. Ich habe euch schon gesagt, dass ich eigentlich keine Giveaways machen möchte vom Videos her, weil man muss dann warten, man muss hoffen, etc. Deswegen finde ich es einfach viel angenehmer, im Discord-Server hier Giveaways zu starten, weil die enden dann. Ihr habt dann auch eine feste Zeit. Ihr könnt mich dann auch anschreiben und es ist alles viel einfacher, als ans YouTube zu machen. Es wäre auch ein bisschen unfair für die anderen, die kein Discord benutzen dürfen, weil das ja auch erst ab 14 ist. Und deswegen gucke ich mal, wie ich das einbaue, so dass jeder mitmachen kann. Aber ich mache ungern so ein komplettes Video über Giveaways. Ich weiß nicht, ob ihr anderer Meinung seid, ob ihr das nicht so toll findet oder ob ihr das genauso toll findet. Aber hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, ich habe das jetzt nochmal gesagt, aber egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.